Ich wusste, wir sind home. Hallo. Du siehst immer so. Okay, es geht los. Also ich lass mal laufen, ich kann es ja schneiden. Ja. Wo? Du müsstest die Leute noch ein bisschen. Also sehr abgeschnitten in der Stirn. So? Nein. Zu mir? Mhm. So? Ja, so schön. In Ordnung, ja? Sensationell. Okay, es geht los. Es geht los. Was? Alles gut? Alles gut, okay. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zum neuen Fanpost-Video. Dies ist die Nummer 7 und wir haben im Video Nummer 6 die Briefe von Juni beantwortet oder geöffnet. Und jetzt machen wir natürlich die Juli-Briefe. Falls euer Brief irgendwie nicht dabei sein sollte, wir haben ja auch noch einen Stapel, wo man die Poststempel nicht lesen kann. Das heißt, wenn euer Brief irgendwie fehlen sollte und ihr sagt, ey, ich habe ihn doch im Juni geschickt, kann es sein, dass er in dem Stapel vorkommt, wo die Briefe sind, wo wir das Datum nicht lesen können. Das nur mal vorab, ja? Ja, das sind auf jeden Fall erst dann ein rosaner Brief bei und ein süßes rosanes Päckchen. Das ist der Stapel mit den Briefen, wo wir nicht so genau wissen. Das kommt natürlich auch noch. Ich weiß jetzt zwar nicht, bei welcher Nummer, aber wir machen jetzt erstmal den Juli. Möchtest du beginnen mit einem Brief, einem hellblauen Brief? Ja, das ist, der ist von Lea Sophie aus Ochsenfeld. Geil. Ochsenfeld. Da sind auf jeden Fall auch tolle Sachen drin. Tippen wir mal aus, oder? Oh, ein Schlösschen. Und ein Stein. Und ein Schlüssel für Schlösschen. Zeig mal ein Schlösschen. Da ist auch ANSO drauf. SO? Ja. Passt der Schlüssel auch, Gott sei Dank. Warte, ich mach's einmal zu und. Kann man zu lesen, ne? Ach ja, bestimmt. Kannst du an die Brücke machen? Ja, stimmt. Und hier ist noch so ein schöner Stein drin, da wird es uns hoffentlich gleich erklären. Sind deine Fingernägel sauber? Ja, es geht so. Ach süß, hier sind auf jeden Fall schon mal Bilder dabei. Ja, mach mal vor. Das ist die Melli. Die Melli ist einfach zum Knuddeln, aber kann auch eine Mega-Diva sein beim Reiten, beim Satteln. Aber sie hat sie trotzdem lieb. Ja, Melli ist übrigens ein Pferd und nicht die Schreiberin des Briefes. Na, das haben wir doch gesagt, das ist die Lea Sophie. Okay. Und hier ist noch ein Bild von der Lea Sophie mit ihren beiden besten Freundinnen, mit der Daria und der Jasmin. Und das mit den blonden Haaren im Vordergrund, das... Ja? Das ist cool, die sind auch noch immer drin. Ja, sie hat die noch gemalt, ne? In klein. Bierchen bei. Die Lea ist 11 und kommt nach den Ferien in die 6. Klasse. Also sie mittlerweile jetzt schon fast in der 7. Klasse. Ah ja, stimmt. Und ihre Hobbys sind Reifen, Schwimmen und Anjas Videos schauen. Mhm. Das Video nicht. Das Video, das Video. Ach, Entschuldigung. Das ist die. Ja, auch noch ein Weltspon. Ja. Oh, das ist aber schön. Ach, wie süß. Sieht aus wie Candy von meiner Freundin Melanie. Sie ist zwar ein Deutsch-Reitpony, aber ich glaube 50% Welsch. Mit Herzchen gemalt, mit einer Solido. Und das ist sogar auch mal an den Sony adressiert. Liebe Anja und lieber Solido. Ich wollte euch mal sagen, dass ihr super seid. Und ich wünsche euch noch ein schönes Leben und mach weiter so. Deine Videos sind echt immer aufs Neue interessant. Ich reite auch schon seit 3 Jahren und habe ein Lieblingspferd. Sie heißt Melli und ist ein deutsches Reitpony. In Klammer, Vollblut. Ich habe auch ein Foto von uns dazugelegt. Das haben wir euch schon gezeigt. Ich würde mich sehr über eine Autogrammkarte freuen. Liebe Grüße, Lea. Und hier sind noch so Anja und so ein Herzchen gemalt. Sehr süß. Vielen Dank, liebe Lea. Natürlich bekommst du dein Autogramm und deine Antwort von mir. Jetzt haben wir leider nicht erfahren, was der Stein genau ist. Bestimmt ist ein Glücksstein. Ja, ein Glücksstein. Aber vielleicht ist der auch für Gesundheit. Das kann natürlich auch sein. Okay, ich habe hier den nächsten Brief, der ist von Finja aus Tönesforst. Und ich mache ihn jetzt mal auf. Er ist noch mit Tesafilm zugeklebt. Ja, das war ganz klar. Kaputt gemacht. Ja. Das ist ein Schlag. Was ist mit der Nagelfeile? Ja, sortier das bitte. Ja.
Also ich habe hier erstmal einen Rückumschlag für das Autogramm. So, schön. Und hier habe ich die Briefmarke. Und hier gibt es zwei Briefchen. Ich glaube, das hier ist eine Zeichnung. Soll ich die vielleicht schon mal auf den Rückumschlag geben? Du möchtest. Anja Sedido. Vielen Dank dafür. Schmeck mal. Nee. Süß. Mhm. Stimmt, in der Schule gemacht. Spaß. So, jetzt haben wir hier, oh, das sind mehrere Seiten, zwei Stück. Und in verschiedenen Farben geschrieben. Hier steht: Liebe Anja, ich wollte dir schon immer mal einen Brief schreiben. Jetzt hat sie es endlich geschafft. Sie liebt meine Videos und hat noch keins verpasst. Solido und ich passen einfach so toll zusammen. Sie findet es total cool, ein eigenes Pferd zu haben. Achso, sie fände es wahrscheinlich total cool, ein eigenes Pferd zu haben, weil sie hat leider nur eine Reitbeteiligung. Es ist ein Kaltblutballach namens Tornado. Im Winter hat er sehr dickes Winterfell und das ist kaum rauszubekommen. Und dann habe ich den Ferminator getestet und sie wollte es sofort probieren. Und das war die richtige Entscheidung, denn es hat das Putzen um einiges leichter gemacht. Danke, sagt sie. Und das hört sich jetzt total peinlich an, aber bei den Fotoshootings sehe ich immer so hübsch aus. Dankeschön. Sie findet, dass ich gut reite und ihr größter Traum wäre es immer, ein Autogramm von mir auf einem Bild vom Workshop zu bekommen. Habe ich noch eins vom Workshop? Ich glaube, ich habe noch eins. Ob ich diesen Traum wahr machen könnte, das wäre so toll. Sie findet, ich habe mehr als 27.000 Abos verdient. Vielen Dank. Wie viele sind es jetzt? 37.000, glaube ich. Meine ich. Ja. Ich meine, also nochmal 10.000 mehr. Vielen Dank, bestimmt durch deinen Brief. Nein, Spaß. Und jetzt habe ich den Absatz verloren und sie findet es so nett, dass ich in meinem Fanpost-Video immer zurückschreibe. Ja. Ich soll so bleiben, wie ich bin und Solido Bella, Tino Granatschwitter und alle meine Reit-TV-Freunde Juti und Ruby soll ich grüßen und alle anderen von mir. Die Ruby lebt leider nicht mehr, aber ich denke, sie hätte sich sonst sehr darüber gefreut. Vielen Dank dafür. Kannst du es noch da reintun? Jetzt haben wir wieder einen Brief für den Mario. Und zwar ohne Absender. Ich mache mal hier noch auf. Vielen herzlichen Dank. Das ist wieder so ein... So ein dicker. Dicker Brief. Die sind dann immer so da reingeklemmt. Ja, sonst passt es ja auch nicht. Raus. Achso, das ist meine Adresse. Achso. Das ist der Rückumschlag. Ah. Von Maike aus Groß Pankow. Pankow? So wie Panka oder was? Wo? Berlin? Die Kira weiß alles. Ja, 16928, das ist ziemlich, ziemlich im Norden. Wow. Und das hier scheint aber, wow, ein heftig großes Bild zu sein. Boah. Das ist aber cool geworden. Cool. Wenn wir das so sehen. Krass, das sind Bilder aus dem Workshop. Guck mal, das ist Alex Ebern-Bild unter dem Magnolienbaum. Wow. Deswegen ist der Brief so dick. Mhm. Ich hoffe, ihr könnt es hier links sehen. Mhm. Super schön geworden, danke schön. Hier ist die Maike. Und dazu muss man sagen, Maike ist 13, also Boah. Vielleicht auch mittlerweile 14. Aber Respekt, echt toll gezeichnet. Hallo Anja, ich bin Maike, bin 13 und wohne in Brandenburg. Ich finde die Arbeit, die du mit deinen Pferden Ponys machst, toll. Ich schaue deine Videos schon seit 2 Jahren. Ich finde vor allem gut, dass du im Besitz von Solides Schwester und Mutter bist. Ich würde mich über ein Foto und ein Autogramm freuen. Liebe Grüße, Maike. PS, ich habe einen Rückumschlag dazugelegt. Den haben wir auch gefunden. Vielen lieben Dank. Du bekommst natürlich deine Antwort. Guck mal, jetzt habe ich den Brief und du hast gleich das Päckchen. Ich habe ein Päckchen. So, ich habe hier einen Brief von Johanna aus Kreuztal. Vielleicht sollte ich mein Handy hier vom Tisch legen, weil sonst vibriert das nämlich. So, Johanna aus Kreuztal hat auch einen frankierten Umschlag dazu gelegt. Vielen Dank. Hier haben wir ein Glitzerbild. Anja und Solido. Cool, oder? So sieht das aus. Vielleicht glitzert das auch ein bisschen. So. Hast du auf jeden Fall sehr cool gemacht. Danke. Ich hatte früher auch so Glitzertuben in der Schule. Vom 11. Juli 2015. Liebe Anja,
Sie mag dich wirklich gerne, findet die Videos super und sie findet, dass Solido und ich perfekt zusammenpassen. Wir beide sind super erfolgreich und man merkt oder sieht richtig, dass es mir auch Spaß macht. Jetzt erzählt sie was über sich selber. Sie heißt Johanna, ist 12, bald 13. Am 30.10.2002 und wird sie im Oktober 14. Dann schreibt sie, wo sie wohnt. Sie geht auf ein Gymnasium und ist jetzt in der 7. Klasse. Das heißt mittlerweile schon in der 8. Obwohl jetzt in der 7. Ja, dann ist sie doch in der 7. Klasse. Reiterfahrung. Sie ist früher immer so 10er-Pakete geritten, aber nie was Vernünftiges. Und sie reitet seit dem 30.10.2014, also an ihrem Geburtstag. In einem Reit- und Fahrverein, auf Schulpferden. Ja, wenn ich Bilder sehen möchte, dann kann ich gerne auf der Vereinsseite gucken gehen oder auf ihrem Instagram-Profil. Das Instagram-Profil heißt jojo-02. Sie hatte vor circa einem Monat ein Pflegepferd, um das sie sich leider nur 3 Monate kümmern konnte, weil es vor einem Monat verkauft wurde. Das ist traurig. Bald schickt sie mir Pferdebilder nach. Das ist sie, also sie hat ein Foto von sich selber. Sie schreibt nicht gerade das schönste Bild und das bin ich auch. Das kann ich euch ja mal zeigen. Genau, die Bilder sind auf jeden Fall sehr, sehr süß. Ich hoffe, man kann das sehen. Dann schreibt sie in ihrer Freizeit, reitet und turnt sie. Sie turnt auch im Verein. Würde sich freuen, wenn ich in den Briefumschlag mit der Briefmarke ein unterschriebenes Bild von mir und Solido reinstecke und zurückschicke. Außerdem würde es sie freuen, wenn ich vielleicht was von den anderen reite für Webstars. Achso, sie möchte ein unterschriebenes Autogramm bekommen. Und ich das mitschicken könnte. Danke im Voraus. Dein Fan Johanna. Viele Grüße an Solido. Vielen lieben Dank für deinen Brief. Und von mir bekommst du auf jeden Fall eine Antwort. Von den anderen kann ich dir das leider nicht versprechen, weil die, wie gesagt, alle nicht bei mir wohnen. Das tut mir leid. Dann musst du denen mal separat schreiben. Jetzt kommt ein großes Paket. Wo ist denn die Schere? Ich mach's einmal auf. Von Sophia aus Hamburg. Geht schon, keine Angst. Aber wenn man das langsam macht, braucht man 10 Stunden dafür. Ach was, du bist schon mit mir Auto gefahren, das war schlimmer. Definitiv. Im Paket. Bitte schön. Also erstmal ein Rückumschlag. Briefe. Soll ich erst die Briefe vorlesen? Ja, ich zeig das einmal so. Wir wissen zwar noch nicht, was in dem Eingepackten drin ist. Da ist ein Lumband da oben, falls es jetzt runterfällt. Tut's auch, okay. Ja, lies erst mal vor. Kannst du laut im Video vorlesen? Dann tun wir das auch. Bitte laut. Hi Anja, ich mag dich, Solido und deine Videos sehr. Natürlich auch Tino. Ich hoffe, die Sachen, die ich dir gegeben habe, beziehungsweise geschenkt, gefallen dir. Ich habe mir wirklich viel Mühe gegeben. Ich wünsche mir eine Autogrammkarte. Bekommst du. Über mich. Ich heiße Sophia und bin 12 Jahre alt. Ich reite schon 6 Jahre immer noch auf dem gleichen Hof. Haflinger. Nein, Hof. Ach, Hof, Entschuldigung. Ich dachte, das sollte eine Abkürzung sein. Egal. Der Reiterhof ist eine Pinto-Zucht. Mein Lieblingspony ist Mia. Sie ist 5 oder 6 Jahre alt, also mittlerweile 7. Sie ist ein Fuchs mit einem weißen Hintern. Sie hat den gleichen Charakter wie ich. Ich denke, deshalb verstehen wir uns so gut. Witzig. Das kann gut sein. Meine Hobbys sind Zeichnen, Basteln, Schwimmen, Fahrradfahren und natürlich Reiten. Und was? Repainten. Und noch Repainten, kenne ich gar nicht. Das ist, glaube ich, wenn du irgendwas nachzeichnest. Achso. Das siehst du auch auf meiner Instagram-Seite und das, was ich dir geschenkt habe. Ach, das kommt aber. Das kommt noch. Überraschung. Mein größter Wunsch ist Mia zu bekommen, weil sie mein Schatzi ist. Schatzi mit Herzchen lief. Oh, jetzt kommen die ganzen Accounts. Achso, ich glaube, Repin ist, wenn du zum Beispiel so Schleichpferde hast und malst die selber an, glaube ich. Achso. Instagram ist Sophia_Pferde. Twitter Sophia_Pferde. Skype PJ, P-I-J-E-I.
Ist das ein Minus. Minus Sophia. Sophia mit PH. Auf Twitter bin ich nicht so aktiv. Ich finde das immer so witzig, die kleinen Kommentare. Also auf Twitter bin ich nicht so aktiv. Also sie hat ein Lumenband mitgeschickt, das habe ich auch schon an. Willst du auch? Du hast es dir einfach... Ich eher, während du geredet hast. Einfach daraus gemopst. Ja. Bilder. Solido. Nee. Vielen Dank für diese Zeichnung. Solido und Tino, deine Schatzis. Achso, Solido und Tino, deine Schatzis. Tschung. Tino, Anja, Solido. Sieht man das? Ja. Solido plus Anja plus Tino. Name Solido, vorherige Wasser Andalusia-Stute. Das ist das Ding hier. Das war mal Andalusia-Stute, aber sie hat Solido rausgemacht. Ach so. Farbe Fuchs, gemacht am 21.07.2015. Gemacht von Sophia. Ist auch nochmal der Solido gemalt. Ja. Wow, hier kommt noch mehr Brief. Ach so. Ups. Oder sind das... Nee, das ist von Sophia. Für das Pferd habe ich mir wirklich viel Mühe gegeben. Ich wünsche mir, wie gesagt, eine Autogrammkarte. Und wenn du kannst, einen Brief, in dem stehen wird, wie dir die Sachen gefallen haben. Und so weiter. Mit freundlichen Grüßen, deine Sophia. Jetzt machst du erstmal auf. Jetzt bin ich total neugierig, was es ist. Also wie es aussieht. Ja, ein Pferd sein, wahrscheinlich ein Schleichpferd. Wenn sie mir das schon als Bild geschickt hat, weiß ich, glaube ich, wie es aussieht. Und dann ist es ziemlich gut. Ich glaube, ich habe ein Foto davon bekommen. Nee? Ich weiß nicht. Ist ein bisschen tricky hier. Ups. Wahrscheinlich eigentlich, ich sag mal, ohne Farbe. Habe ich gar nicht gemacht, dem Pferd ist auch nichts passiert, das ist ja noch eingeparkt. Oh, hier klebt es ein bisschen. Oh, das war noch nicht ganz trocken. Das war, glaube ich, nicht ganz trocken, das kriege ich aber bestimmt ab. Ah, guck mal, Solido hat vorne links den braunen Fuß. Das war mal eine Analysierstute und jetzt ist es. Solido, mit drei weißen Füßen und vorne links ist braun. Oh. Und man sieht natürlich die Blässe auch nicht, weil der Schopf so lang ist. Steht da noch was drunter? Sophia steht da und das Datum. Cool, dankeschön. Drunter? Ja, auf dem Bauch steht das. Süß. Das hier muss ich noch abmachen an der Seite. Obwohl, das geht sogar. Diesmal vorderartige Briefe. Das Pferd ist selbst gemalt und das Halfter selbst gemacht. Da muss noch ein Halfter dran sein. Aha. Ich suche. Muss mal weiter. Leider habe ich kein kleineres Paket gefunden, daher das. Ich hoffe, es ist trotzdem gut. So, wir haben jetzt die Sachen von der Sophia hier wieder reingepackt. Der Brief war relativ lang, deswegen haben wir es jetzt ein bisschen abgekürzt, weil sie uns noch eine riesige Geschichte erzählt hat und ja, wir das in Ruhe lesen möchten. Ich mache das jetzt mal hier zu, stelle das mal an die Seite und dann werden wir mit dem Juli auch schon fertig. Freuen uns natürlich, dass ihr zugeschaut habt und als nächstes kommt dann der August und wie gesagt, für alle, deren Briefe jetzt nicht mit dabei waren, da haben wir jetzt ja noch einen Stapel, der noch fehlt und der kommt auf jeden Fall auch noch. Ich glaube, nach den Monaten machen wir dann den Stapel, wo wir nicht so genau wissen. Ja, wir hoffen, dass ihr beim nächsten Mal wieder zuschaut und sagen dann mal Tschüss und auf Wiedersehen. So, ich mach's mal aus.